Willkommen zu einer neuen Ausgabe des erfolgreichsten Formats auf YouTube, wenn es nur ein Format gäbe, nämlich dieses Format. Zuletzt gesehen, wir haben wieder ein paar Filme geschaut, die es nicht gepackt haben, ein eigenes Video zu bekommen, aus verschiedensten Gründen, ein Kino-Release zu bekommen. Heute unter anderem mit so wunderbaren Filmen wie The Conjuring 2, wie Midnight Special, wie The Shallows und noch ganz, ganz viel mehr. Ich will gar nicht so viel Zeit verplempern, denn Markus hat einiges gesehen und der muss jetzt auch mal loslegen. Also ich habe gesehen 1 von 10, 5 von 10, 6 von 10, tschüss. Ich habe den neuen Film von Jean-Marc Vallée gesehen und zwar Demolition. Du bist immer einen Film vor mir bei dem. Ich habe jetzt The Wild gesehen, während Demolition geguckt hat. Okay, ja, das ist der Film. Dallas Buyers Club. Das ist der Film mit Jake Gyllenhaal und Naomi Watts, wo Jake Gyllenhaal halt quasi den Verlust seiner Frau verarbeiten muss und dann eigentlich mit sich selber auch irgendwie hart ins Gericht geht und sich überlegt, wer bin ich eigentlich? Lebe ich so, wie ich leben will? Und was ist in der Ehe schiefgelaufen, was auch immer, also so ein Selbstfindungsding auch. Und wer die Filme von Jean-Marc Vallée kennt, insbesondere die neueren Filme, Wild, der große Trip, den ich sehr gut fand, Dallas Buyers Club, den ich auch grandios fand, der weiß, dass man sich bei Jean-Marc Vallée immer darauf einstellen kann, dass da krass auf der Zeitebene rumgesprungen wird, dass das Editing sehr besonders auch ist, dass die Kameraeinstellungen auch cool sind. Und ich muss sagen, Demolition hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe eine schriftliche Kritik dazu geschrieben, die wird jetzt wahrscheinlich unten verlinkt werden und kann jedem, der mit Jean-Marc Vallée was anfangen kann, auch nur dazu raten, sich den Film noch anzuschauen, dann auf DVD oder Blu-ray, wenn er irgendwann erscheint. Eine Wertung von 7 von 10, aber sehr positive 7 von 10, hat mir wirklich gut gefallen. Und weil du so viele Filme hast, hau noch einen ganz schnellen hinterher. Einen ganz schnellen. Nur einen Satz sagst oder so. The Assassin, das ist ein Film von, oh Gott. Oder ist schon raus, der kommt erst im Dezember raus. Da kann ich den Namen nicht richtig aussprechen. Es ist ein taiwanesischer Regisseur, glaube ich, und er wird geschrieben Hu Xiao Jian, so wird er, glaube ich, ausgesprochen. Und er wird in Cannes mega gefeiert und hat da irgendwie sogar die, die Palme für die beste Regie. Das ist der Assassinenfilm. Für die beste Regie gekriegt und irgendwie, es ist ein Film, der irgendwie super ruhig inszeniert ist und irgendwie super, super eigenwillig. Der beginnt irgendwie in 4:3 in Schwarz-Weiß, wird dann irgendwann zu Farbe und irgendwann zu Breitband und er wird irgendwie so quasi vermarktet als Film im Stil von Tiger and Dragon, Hero, House of Flying Daggers, die ich alle drei sehr mag. Und der Film ist einfach so, ist das Kunst oder kann das weg? Ich war komplett überfordert mit dem Film, kann nicht sagen, dass er irgendwie besonders scheiße ist, aber ich konnte echt nichts mit dem anfangen, kann irgendwie wertschätzen, dass da künstlerische Ambition dahinter steckt, aber wenn man erwartet, dass das ein Film ist wie die von Ang Lee oder Zhang Yimou, so ist es absolut nicht. Also da ist nichts Generisches drin. Das ist irgendwie nur Kunst, was ich auch wertschätzen kann, aber mir in dem Fall einfach nicht zugesagt hat. Leider dafür nur eine 5 von 10. Okay, dann mache ich mal weiter, weil du hast ja schon nur... Schon schnell für meine Verhältnisse, oder? 2 bis 3. 2 bis 3. Ich mache mal noch gerade schnell weiter, denn ich habe was zu sagen zu, und das hat ja doch einen großen, einen großen Boom gehabt, Batman The Killing Joke, jetzt vor kurzem, der DC Animated Film, der jetzt vor kurzem rauskommt. Und ich habe tatsächlich einige davon gesehen, von diesen DC Animated Dinger. Ich habe dieses Assault in Arkham, dieses Suicide Squad Ding, dann The Dark Knight Returns 1 und 2 und ich fand die auch alle immer cool, aber jetzt nicht so übercool. Und der Trend setzt sich bei The Killing Joke fort. Vor allem, ich habe mich dann auch so ein bisschen, also ich habe nie die Comics gelesen und ich weiß, dass der Comic mega cool sein soll. Und was ich auch weiß mittlerweile ist, dass die erste halbe Stunde vom Animated Movie so überhaupt nicht im Comic ist. Und es war tatsächlich so, dass ich habe den dann über Amazon gestreamt und ich habe tatsächlich nach 25 Minuten gedacht, ey, hat Amazon irgendwie ein Problem mit ihrer Mediathek, dass das jetzt irgendwie ein anderer Film ist, den sie aus Versehen falsch hinterlegt haben, weil es geht nur um Batgirl in der ersten halben Stunde und das endet dann noch, also die erste halbe Stunde ist wirklich Cut und dann fängt der normale Film an und es ist super weird, wirklich, es ist super, super weird. Und der Rest vom Film ist dann auch cool, ich habe ihn auch in OV gesehen mit Mark Hamill als Joker, was super cool war. Und ich konnte der Story tatsächlich auch einiges abgewinnen.
Konnte mich aber leider weder mit den Animationen noch mit dem Zeichenstil allzu gut anfreunden. Hab dann mal geguckt, wie so der Zeichenstil bei diesem Killing Joke war. Und das war halt schon richtig cool. Das, ganz kurz dazu was, ich habe nämlich die Hellboy Animated Filme gesehen und da fand ich auch, die waren richtig cool, aber das sieht halt alles sehr, sehr cartoonig aus. Also das ist irgendwie nicht so die Qualität, wie man so von Zeichentrickfilmen aus dem Hause Ghibli oder Disney oder so gewöhnt ist, sondern das sieht irgendwie so nach, jetzt auch ohne es despektierlich zu meinen, aber so nach Samstagmorgen Cartoon. Ja genau, halt das aus. Ist es tatsächlich. Also Schatten sind super undynamisch. Ja, und es ist halt limitiert in der Animation. Und das ist, was ich mich dann noch ganz kurz als Mini-Exkurs, und dann bin ich auch damit schon fertig, was ich mich dann mega gewundert habe, weil der Film wurde ja auch mega groß gepusht in den Medien, vor allem weil es war ja die Rückkehr als Mark Hamill, für Mark Hamill als Joker, der das ja eigentlich gar nicht mehr machen wollte. Das ist ein mega berühmter Comicband und da habe ich mir einfach so gedacht, so, hätte da nicht irgendwie ein bisschen mehr Budget rausgequetscht werden können, um dann sowas Ikonisches dann doch nochmal... Der arme Alan Moore sitzt schon wieder zu Hause und macht, was habt ihr aus meinen Comics gemacht? Genau so, genau so. Ja, insgesamt, ich verbleibe wahrscheinlich eher mit so einer 6 von 10. Ich weiß, dass wahrscheinlich viele Comic-Leser mir jetzt sagen werden, dann lies den Comic. Ich bin auch tatsächlich gar nicht mal so abgeneigt davon, irgendwann mal zu sagen, okay, wenn ich jetzt mal 2-3 Tage Zeit habe, würde ich mir den sogar mal angucken, weil mich dass der Film angefixt hat. Den kriegt man auch sehr günstig, ne? Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt das Bedürfnis habe. Vielleicht mal irgendwann 6 von 10. Max. Ja, ich habe gesehen Midnight Special, den neuen, aber jetzt wahrscheinlich schon gar mehr so neuen Film von Regisseur Jeff Nichols, der unter anderem Take Shelter gemacht hat und Mud. Und bei dem dieses Jahr noch ein Oscar-Favorit, zumindest wird er so gehandelt, Love rausbringt. Köller Love. Kölle Alav. Und Matt Smiggles. Und Matt Smiggles. Zen. Und ja, mitspielen, Besetzung ist Michael Shannon, der ja häufig in, oder, ja, häufig in seinen Filmen immer mitspielt. Kirsten Dunst und Joel Edgerton und ein Kinderdarsteller, um den es da geht, der mir jetzt auch nicht bekannt ist, ist von der Storyline so ein bisschen wie Contact, nur im wahrsten Sinne des Wortes etwas geerdeter vom Setting. Und hat mich aber trotzdem an vielen Stellen an diese Sci-Fi-Gattung Interstellar ein bisschen erinnert, die ich ganz gut finde, so Begegnung der dritten Art. Da sind auch viele Anspielungen drin zu finden und der hat mir wirklich super gefallen. Gegen Ende wird er auch viel, viel stärker und hat so eine ganz komische Atmosphäre zwischen Kinderfilm, E.T. und ja, sowas bisschen härteres, also dann Contact praktisch. Also es spritzt auch ein bisschen Blut, es gibt auch ein paar Tote und also ganz, ganz... Alles, was das Fanherz begehrt. Das Blätterherz. Star Wars Episode 3. Also so ein netter Genre-Mischling und mit einem super, super Ende und ist bisher auch einer von den Tops dieses Jahr für mich. Kam im Februar, glaube ich, raus, lief auf der Berlinale. Gibt von mir eine 8 von 10. Und Michael Shannon, wie immer, super, auch mal in einer anderen Rolle. Wunderbar. Ganz kurz noch dazwischen gekrätscht, weil das gerade so ein ähnliches Thema war. Hat irgendjemand von uns mittlerweile Stranger Things geguckt? Nee, noch nicht. Nee, gar nicht. Nico hat die ersten Folgen geguckt und hat gemeint, richtig geil, weil der auch großer Fan ist von E.T. und sowas. E.T. Also Goonies. E.T. ist ja, glaube ich, nicht so der Fan, aber es hat ihn an E.T. und Goonies erinnert und an Stand By Me und das ist ja auch einer seiner Lieblingsfilme, glaube ich. Und er hat gemeint, das wäre auch so von der Inszenierung her, von der Kameraführung, als wäre der Film wirklich aus der Zeit. Ja. Gut, Markus, wenn du gerade schon Luft geholt hast, dann puste den nächsten Film heraus. Ich habe The Witch gesehen. Oh, wie kryptische Zeichen. Ich glaube, The Witch ist von Regisseur... Das hat er in Ägypten an der Wand gemalt und dann abfotografiert. Gott, jetzt bin ich mir überhaupt nicht sicher. Heißt der Dave Eggers? Ich weiß nicht. Oder ist das der Autor von The Circle? Ich weiß es echt nicht. Ich glaube, die heißen ähnlich. Keine Ahnung. The Witch war auf jeden Fall der Film... War der Film, der auf dem Sundance... Dave Eggers. Ja, aber jetzt sagt's mir was von Sundance. Ja. Das ist doch der Sundance. Der Dave Eggers ist, glaube ich, Blödsinn. Ist egal. The Witch ist halt so ein Independent-Horrorfilm, der in der Pilgerzeit in Amerika spielt. Also ich glaube im 17. Jahrhundert, wo es irgendwie darum geht, dass auch eine Familie, ich glaube, der Vater ist irgendwie Priester und die werden aber aus dem Dorf wegen irgendwas verbannt. So, und dann leben sie halt auf dem Land und plötzlich nimmt halt, also das Baby wird von einer Hexe tatsächlich dann entführt und ich fand's, also der Film hat unglaublich geile Ideen, das
unheimlich gruselig, jetzt ohne irgendwie krass explizit zu sein. Er ist teilweise explizit, gerade am Schluss habe ich mich gefragt, muss es sein? War aber auch irgendwie ganz cool und er lässt dich so ein bisschen, also weil es halt ein rätselhafter Film ist und weil du halt auch die ganze Zeit denkst, okay, es ist natürlich auch, auch wenn es jetzt irgendwie explizit gezeigt wird, es geht auch um den Horror so, also unterschwellig, wie es ja normalerweise bei jedem guten Horrorfilm sein sollte, dass es nicht um den visuell sichtbaren Horror geht, sondern auch irgendwie, dass die Familie dysfunktional ist. Und ich muss sagen, beim ersten Mal überfordert er dich halt schon, hat richtig geile Bilder, richtig geile Regieeinfälle, ist auch super gespielt, ist wahrscheinlich auch nicht jedermanns Sache. Es waren Momente drin, wo ich gedacht habe, okay, da könntest du meine Top 10 schaffen. Momente, wo ich gedacht habe, ist irgendwie doch nicht so ganz meins. Ich gebe auch hier eine positive 7 von 10 und eine Sehempfehlung. Werde mir wahrscheinlich auch mal wieder angucken, demnächst dann auf DVD oder so. Und ja, das cool. Zu The Witch. Wir haben noch einen Film. Weder von Max, noch von mir, noch von Markus. Wir haben einen Videogruß bekommen. Das kennen wir doch schon. Benny hat noch einen Film gesehen und wir haben gedacht, Mensch, wenn er schon da ist, dann kann er doch gerade drüber reden. Er war da, jetzt ist er aber gerade nicht da. Deswegen haben wir jetzt eine kleine Videobotschaft von Benny zu einem wunderbaren Film. Hallo ins Zuletzt gesehen Studio. Ich habe zuletzt gesehen Die Unfassbaren, den zweiten Teil, diesmal inszeniert von John Chu, den man kennt aus zum Beispiel den Step-Up-Filmen. Das merkt man auf jeden Fall, dass er von ihm inszeniert wurde. Der Film tanzt förmlich dahin. Ist ein toller Unterhaltungsfilm, schönes Popcorn-Kino. Die Magie springt wirklich über aufs Publikum. Es macht Spaß, den Film zuzugucken. Ich meine, klar, es ist nicht unbedingt der cleverste Film. Er hat auch ein paar kleine Plotholes, aber nichtsdestotrotz wirklich ein sehenswerter Film. Ich gebe dem Film eine 7 von 10 und kann euch nur empfehlen, euch den anzugucken. So viel zu Die Unfassbaren 2, den Benny gesehen hat. Wird jetzt spannend, was er gegeben hat, Markus. Ich weiß es schon. Wie viel? Keine Ahnung. Weiter geht's mit einem Film, den ich gesehen habe. Nicht so viel drum rumreden. Ich habe Pets gesehen. Den neuesten, neben Comic-Verfilmungen, sind ja diesmal in 2016 viele Animationsfilme am Start. Den zweiten großen Animationsfilm nach Zoomania. Gab es noch was? Nee, ne? Es gibt noch diesen Sing und dann kommt noch Findet Dory, ne? Mhm. Egal, auf jeden Fall habe ich Pets gesehen und muss sagen, dass ich finde, dass das, glaube ich, einer der schlechtesten Animationsfilme war, die ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Ich fand den unheimlich uninteressant, unheimlich, wie sagt man denn, so knallig und bunt und laut, so komplett hysterisch überzogen, ohne Ende. Die Charaktere haben mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Der Haupthund sozusagen, war halt auch irgendwie total uninteressant. Der neue Hund, der dazu kam, ist es so ein bisschen die Toy-Story-Geschichte. Es ist auch so ein bisschen Mischmasch an allem, was animationsmäßig mal erfolgreich war, was jetzt kein Vorwurf ist. Das ist ja absolut legitim. Aber es war halt alles wenig interessant. Es waren ein paar coole Ideen, sowas wie dieser kleine weiße Hase, der aber eine Männerstimme hat und so. Das ist ganz witzig, aber alles in allem... War auch schon 100-mal gesehen. Ja, Also der Film hatte keine vernünftige, coole Geschichte irgendwie. Der Film hatte kaum Charaktere, die sich entwickeln. Und dazu kam, dass der Film meines Empfindens nach noch ein paar fragwürdige Werte transportiert hat. Dankeschön, der Film macht mich sprachlos. Weil es halt dann eben auch so Sachen sind wie, die lassen die Hunde halt irgendwie den ganzen Tag allein zu Hause. Die geht morgens um 7 aus dem Haus und kommt nachts um 11 wieder heim und die Hunde sind glücklich und keiner kriegt auch nur irgendwas zu essen. Und ich denke mir so, ja, also wenn das jetzt kleine Kinder sehen, es ist jetzt nicht so geil halt, ne? Will da jetzt nicht die Mega-Moralkeule schwingen, aber ich finde, man kann schon mal drüber nachdenken. Und alles in allem viel mehr als 4 von 10 kann ich dem Film nicht geben. Wer will weitermachen? Max. Ich kann weitermachen. Ich habe auch noch im Kino gesehen Alice 2. Nice. Ja, Alice, Rude Looking Glass. Oder im Deutschen. Im holländischen Originaltitel. Rude Looking Glass. Im Deutschen Alice im Wunderland. Durch die Spiegel. Von Regisseur James Bobbin, der den zweiten Muppets jetzt rausgehauen hat. Ja, was gibt es zu dem Film zu sagen? Ich habe den ersten Teil auch gesehen. Der war mir damals so ein bisschen, was du eben angesprochen hast, zu bunt. Zu laut, zu knallig. Zu bunt. Und das hysterisch. Hysterisch. Nee, er war eher nur zu bunt. Okay. Hysterisch war er auch. Zu digital. Ja, zu digital. Das ist so. Er war zu bunt digital. Der war von Tim Burton, ne?
Und ja, im Trailer hat man dann schon irgendwie mitbekommen, klar, der knallige Look wird beibehalten werden beim zweiten Teil. Was man auch schon mitbekommen hat, ist, dass der Hutmacher, dem ich in der Geschichte gar nicht so eine zentrale Rolle zusehe, auch in einer, die du jetzt praktisch neu dazu gedichtet hast, dass der so eine große Rolle spielt, war ich vorher skeptisch, was ist beim fertigen Produkt zu sagen. Es ist ein guter Film, bei dem ich am Anfang im Kino gesessen habe und nur so, ich habe die ganze Zeit mit meinen, ja, ein Schlückchen, ja. Dankeschön. Ich habe die ganze Zeit mit den Leuten, nämlich im Kino war, so da mich so geräkelt am Anfang und so gemeint, was ist denn das? Das ist ja ganz schlecht. Der Filmkritiker ist wieder da. Ja, und desto länger der Film ging, desto mehr... So da mit seinem Notizbuch Szene nachgestellt. Habt ihr das gesehen? Archivmaterial. Wo kein Dialog ist, kann nichts falsch gemacht werden. Jedenfalls... desto länger der Film ging, desto mehr habe ich dann die Klappe gehalten und bin dann doch ein bisschen in dem Film versunken. Der hat nämlich eine ganz interessante Zeitreise-Thematik, die ich vorher so gar nicht absehen konnte, obwohl der Bösewicht von Sacha Baron Cohen gespielt die Zeit ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es trotzdem die Thematik auch so ausspielt in der Geschichte. Tut er aber, hat am Ende dann auch ein richtig spannendes und schönes und zwar Hollywood-mäßiges, aber deshalb nicht minder schlechtes Ende. Und gegen Ende würde ich dann trotzdem eine Empfehlung aussprechen. Wenn ich ihn nochmal sehen würde, würde ich ihn wahrscheinlich sogar noch positiver bewerten, weil ich so überrascht war. Jetzt für den Moment gebe ich eine positive 6 von 10. Gut. Markus, was hast du noch? Wie viel sind es noch bei dir? Oh, genug. Conjuring 2 habe ich gesehen. Es gibt halt, jetzt auch ohne es böse zu meinen, aber die James Wan Standardkost. Ich mag ja auch seine zwei Insidious-Filme, dass er in den zwei Insidious-Filmen und auch in den zwei Conjuring-Filmen jeweils grandiose Ideen hat, was natürlich die Conjuring-Filme auszeichnet, jetzt auch im zweiten Teil. Da hat er zwar einen anderen Kameramann, aber dem halt auch die sozusagen dieselben Anweisungen gegeben wie in Teil 1. Und da warst du ja damals auch sehr Fan davon. Denn diese gleitende Kamera, die halt wirklich zeigt, wie das Haus durchdrungen ist von diesem Enfield-Poltergeist-Dingsbums-Spuk in London, glaube ich, in den 60ern, 70ern, ich weiß nicht mehr genau, ist ein bisschen länger jetzt schon her, aber das ist mir in Erinnerung geblieben und... Die 60er, 70er sind schon ein bisschen länger her. Okay, gut. Der Film ist ein bisschen länger her, da ich den im Kino gesehen habe. Markus muss schlafen. Ich muss sagen, natürlich geht das voll klar, im Kino immer schwierig, auch einen Horrorfilm zu gucken, weil dann natürlich die Hälfte des Publikums, also ich bin auch ein Schisser bei Horrorfilmen, auch gerade im Kino, aber wenn dann die ganze Zeit gelabert wird, nimmt das dir halt wirklich das Feeling. Was die auch ein bisschen das Feeling genommen hat, ist, dass James Wan es teilweise unglaublich Hollywood-mäßig übertreibt, wo du echt denkst, muss das jetzt so groß sein? Muss es jetzt wirklich so überbordend sein und auch mit Effekten? Dann gibt es noch Digitaleffekte drin, die wirklich richtig bescheiden aussehen. Da haben sie teilweise mit Digitaleffekten so einen Stop-Motion-Ansatz quasi durchgezogen, dass das so à la Stop-Motion wirkt. Das war auch ganz geil, aber dann ist es irgendwie so... Je digitaler, je größer es wird, desto mehr zieht es sich aus so einer intimen Geschichte halt raus. Weil ich aber sagen muss, die Regieeinfälle, wie auch immer bei ihm, außerordentlich. Es gibt, das muss ich euch einfach sagen, weil das war grandios, für mich einer der besten Regieeinfälle des Jahres. Man sieht vorne Patrick Wilson als Exorzisten. Der liegt in der Schärfe und in der Unschärfe liegt das kleine Mädchen, durch das... der Dämon oder Geist spricht. Und du weißt genau, das Mädchen hat eigentlich Wasser im Mund und kann nicht sprechen, weil sie Wasser im Mund hat und es am Schluss wieder ausspuckt. Und du hörst dann trotzdem diese Stimme von diesem Dämon und siehst auch hinten in der Unschärfe, wie sich so ein bisschen verändert. Und das geht, keine Ahnung, 2-3 Minuten lang wieder diesen Exorzismus durchführt. Das ist eine unglaublich geile Idee. Und deswegen für mich auch James Wan weiterhin der Typ fürs Hollywood-Mainstream-Horror-Kino. Ich glaube, ich habe da auch eine schriftliche Kritik dazu geschrieben und ja, ich habe eine 6 von 10 gegeben, aber auch Empfehlung. Kann man sich geben als Horrorfan, da macht man echt nicht viel falsch damit. Hau noch gerade schnell irgendwas raus. Ich habe ein ganzes halbes Jahr gesehen mit Emilia Clarke und Sam Claflin. Sagen wir es mal so. Das ist. Wie waren die Augenbrauen? Sagen wir mal so. Das ist ein Film, der. Also es ist so eine Standardromanze halt, du hast das wirklich alles schon gesehen. Ne? Und ich kann es auch echt verstehen, wenn man sagt, der Film ist kompletter Mist. Aber meines Erachtens ist der Film einfach viel zu professionell, viel zu gut gemacht, viel zu charmant. Natürlich hat er in jedem Moment, wenn er Musik einspielt, betont die Musik wieder genau das, was gerade auch auf der Leinwand zu sehen ist. Also wirklich so stating the obvious. Wir sagen es euch nochmal und hauen es euch nochmal rein. Ich muss sagen, dass er, also ich habe... Wieso bei Robin Hood? Ich habe
Also ich bin ja normalerweise sehr nah am Wasser gebaut, auch was so Liebesfilme und sowas angeht. Hat nur so ein klein wenig Tränchen in den Augen am Schluss, muss ich echt sagen, dass sie das eigentlich noch geschickt gelöst haben. Das ist bei Fast and the Furious mehr geweint. Auf jeden Fall. Weil ich auch sagen muss, vielleicht lag es auch an der deutschen Synchro, aber Emilia Clarke, sie soll ja scheinbar so überzogen und übertrieben spielen, aber es war teilweise so, ist das jetzt gut, weil es so bewusst over the top ist, oder kann sie einfach nicht mehr? Die Hysterie scheint generell das Problem der Filmlandschaft zu sein. Ich habe das Gefühl, Markus hat was gegen Leute mit Augenbrauen. Aber ich muss sagen, ich mochte den Film trotzdem, kann da auch eine Liebesfilm-Empfehlung nur aussprechen. Objektiv gesehen ist es wahrscheinlich, weil da wirklich sämtliche sämtliche Klischees. Jetzt wird er zu Fußballkommentator, was ist los? Das ist eskaliert. Weil hier sämtliche Klischees betont werden, ausgespielt werden, benutzt werden. Kann ich echt verstehen, wenn man den Film nicht mag, weil er selten irgendwie was Innovatives hat, aber er ist irgendwie viel zu charmant und zu professionell gemacht, als dass ich ihn scheiße finden könnte. Dem habe ich auch eine 6 von 10 gegeben. Thematisch passt das bei mir gerade ganz gut, deswegen mache ich schnell weiter. Ich habe nämlich The Shallows gesehen mit Blake Lively. Und das Einzige, was ich kann den Namen, kenne ich gerade nicht, aber das ist derselbe Typ, der auch diese Liam Neeson-Filme, Run All Night und noch Jean irgendwas. Ist das der? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall der Typ und vor allem, und der aus dem Flugzeug, Nonstop. Ja, das kann ja. Und Nonstop sein. Hat mir zum Beispiel gefallen, weil der auch so ein bisschen Trash, aber irgendwie war der auch cool. Mhm. Und deswegen habe ich dann gedacht, so, komm, The Shallows könnte vielleicht was sein. Und ich weiß nicht, wie oft ich in der Berichterstattung zu diesem Film gehört, gesehen und gelesen habe, der beste Hai-Film seit Der Weiße Hai, was jetzt auch nicht so mega schwer ist. Ich habe nicht alle Hai-Filme seitdem gesehen. Aber Hai-Alarm auf Mallorca. Nee, warte, stimmt. Wie hieß der mit Paul Walker? Ocean. Deep Blue Sea? Into the Blue. Ja, stimmt. Wo Sam Jackson so weggenascht wird. Das ist Deep Blue Sea. Ach, fuck, ey. Alles durch. Sind auf jeden Fall alles Klassiker. Der andere ist der mit Jessica Alba, wo sie für die amerikanische Version noch mehr Bikini dazu gemacht hat. Bikino. Kimono. Klischee. The Shallows. Ich kann dazu sagen, dass ich, und deswegen die Überleitung, ähnlich bei dem Film gefühlt habe wie du bei Ein ganzes halbes Jahr. Es war auch irgendwie... Zu viel Augenbrauen. Zu viel, erstens das, zu viel nackte Haut, das geht auch überhaupt gar nicht. Es war teilweise schon mega nah an der Trash-Grenze. Aber irgendwie, ich weiß heute nicht mehr wie, es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, als ich den Film gesehen habe, hat es der Film immer wieder gepackt durch irgendeinen coolen Einfall, dann doch nochmal so, guck mal, hier haben wir was, schau dir das mal an. Dann habe ich immer so gedacht, das ist dann doch schon ganz cool. Und der Film hat, finde ich, wirklich einen unglaublich hohen Unterhaltungsfaktor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, inwiefern meine Euphorie gegenüber dem Film dran liegt, dass ich zuvor Independence Day und die ganzen Filme gesehen habe, weil der Sommer ja echt nicht so gut war. Aber dann The Shallows wirklich vollkommen okay war. Der hat halt so seine cheesy Momente und er ist halt auch teilweise ein bisschen doof, aber er ist an anderen Stellen dann wieder ganz klug. Wie spielt denn Blake Lively? Teilweise, also was zum Beispiel ein großes Problem des Films war halt, dass die ums Verrecken nicht drumherum schreiben konnten, dass die halt die ganze Zeit allein auf diesem Felsen ist. Und dann hattest du teilweise 20 Minuten lang so Dialoge wie, mein Bein ist verletzt, ich muss jetzt das machen und dann muss ich das machen. Und das ist halt ein bisschen unglücklich. Einfach mal dabei zu belassen. Ne? Wie hieß denn der Film mit Robert Redford, wo er allein... All is lost. Ja. Der kommt doch fast ohne Dialog aus, oder? Ja, ist aber auch anstrengend. So wie das war halt das Ding. Und da zum Beispiel gab es dann auch wieder einen klugen Einfall, dass er dann irgendwie eine GoPro hatte, wo sie dann reingesprochen hat, hier, das könnte meine letzte Aufzeichnung sein. So. Und da gab es immer wieder so ein paar kluge Einfälle, die aber den Film nicht so ganz drüber retten konnten. Und deswegen... Hoher Unterhaltungsfaktor, ein bisschen Trash, ein bisschen High, der auch nicht ganz so gut aussah, aber trotzdem, ganz am Schluss legt das dann... Liam Neeson. die Synchro hat er aber gemacht. Okay. Und das Motion Capturing hat er auch gemacht. Ah. Das ist eine Anspielung, der spricht jetzt nämlich wirklich im Monster. Nee. schnell weiter. Wie gesagt... Nicht von Liam Neeson reden. Für so einen witzigen Abend, wenn man denkt, Sharknado ist mir ein bisschen zu hohl und ich lache lieber ehrlich über gut gemachte Filme, dann ist The Shallows auf jeden Fall eine gute Wahl, würde ich tatsächlich wirklich, also aller Ernsten, im vollen Ernst würde ich das sagen. Hat mir gefallen, konnte ich voll was damit anfangen, nicht unbedingt jetzt ein Meisterding, aber 5 bis 6 von 10 so ungefähr, da kann er
da kann er auf jeden Fall dann am Schluss landen. Sollen wir die Episode einfach 6 von 10 nennen? Max, hast du noch was? Hast du noch eine 6? Ich habe nur Oh Boy im Fernsehen geguckt, den deutschen Film mit Tom Schilling, und der hat mir sehr gut gefallen. Und mit wem noch? Wer macht da noch so mit? Frederik Lau. Und wer noch? Robert Hofmann. Das war noch drauf. Ja, nee, war ein ganz netter Film, hat mich meiner Vermutung bestätigt, dass das deutsche Kino immer wieder Hoffnungsträger hochschippt an die Oberfläche, und ja, war ganz gut. Markus, du hast jetzt noch, was hast du noch? Wie viele hast du noch? Drei noch. Ich habe High Rise. Zwei und dann noch einen. Ich habe High Rise gesehen. Dann sind das drei von insgesamt. Ben Wheatley heißt er, glaube ich, basierend auf dem gleichnamigen Roman, wo es irgendwie darum geht, also das Ganze. Sagen wir mal so, es ist ja irgendwie eine Zukunftsdystopie, wo es halt darum geht, dass. Das ist so ähnlich wie Snowpiercer, gell? Ja, so also es basiert, also es spielt in einem Hochhaus, wo auch so eine Klassengesellschaft und so. Es war für mich echt so, ich war da mit einem Kumpel drin und ich habe gesagt, boah, es erinnert mich voll an Snowpiercer. Da hat er gesagt, es erinnert mich an Clockwork Orange, und irgendwie ist es so eine Mischung daraus. Und in der ersten Hälfte bist du einfach mega begeistert, was die da auch an Ideen und so drin haben. Und also auch krasse Kameraeinstellungen, sehr gut gespielt von Tom Hiddleston. Ich habe die Darstellerin fast irgendwie nicht erkannt. Ich glaube, da spielt Sienna Miller mit. Und noch irgendwie. Das ist aber auch so, ohne das jetzt fies zu meinen, aber so Blake Lively, Sienna Miller. Ja, und noch irgendeine. Die verschwimmen alle. Noch irgendeine, die auch bekannt ist. Ich habe es nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Und ich habe Luke Evans nicht erkannt, wo ich auch sagen muss, kacke, das ist ja Bart aus Der Hobbit, so, und das Gesicht, das kommt mir so bekannt vor, wer ist das? Und dann hat der Kumpel gesagt, ja, das ist Bart, und ich so, oh, kacke. Sehr gut gespielt von allen, und nach der Hälfte muss ich sagen, der Film spielt halt damit, dass sich dann alles wiederholt und dann so eine gewisse Redundanz sich einstellt. Das ist natürlich bewusst drin und wird dann quasi zelebriert, aber ich finde, das funktioniert zum Beispiel nicht so gut wie, ich sag jetzt mal, vergleichbar in The Wolf of Wall Street, der ja auch damit spielt, dass einfach nur 3 Stunden quasi dasselbe immer wieder und Exzess und Exzess und Exzess. Wie lange geht der von? Und der geht halt 100 Minuten, 110 Minuten, und da hat es mich dann, wie gesagt, in der zweiten Hälfte, die fand ich halt irgendwie schwächer, aber immer noch ein sehr, sehr sehenswerter Film. Teilweise war er bei 8 bis 9, dann teilweise nur 7 bis 8. Ich bleibe auch eher mal bei einer 7 von 10, aber auch hier eine Sehempfehlung für High Rise. Ich hatte auch gehofft, dass das irgendwie noch so ein Anwärter ist. Ich habe eigentlich gehofft, dass es eine 6 von 10 ist. Ach so, schade. Ja. Jetzt kommt aber noch eine 6 von 10. What? Und zwar Legend of Tarzan. Oh ja. Von, das ist eine 6 von 10, aber noch. Von David Yates. Ja, ich hatte null Erwartungen dran, aber ich muss echt sagen, es ist ein sehr unterhaltsames Action-Abenteuer. Was cool war, war, dass sie diese Tarzan-Geschichte nicht so erzählt haben, so à la Batman Begins, also wirklich so, ja, wir gehen jetzt ganz von vorne, sondern er ist schon Tarzan und er ist schon wieder in London und er ist schon mit Jane verheiratet und muss dann aber wieder zurück nach Afrika, in den Kongo, genau. Mhm. Und da haben sie halt noch so historische Sachen miteinander verknüpft, wo ich auch sagen muss, muss man das machen? Ist vielleicht ein bisschen unglücklich, aber ist auch wurscht. danke. Die Idee, das Ganze so parallel zu montieren, wie es früher war, wie er Jane kennengelernt hat, wie er als Kind von den Affen aufgenommen worden ist, mit der Handlung heute, sehr, sehr cool. Sam Jackson, cool wie immer. Christoph Waltz geht mir so langsam auf die Nüsse als Antagonist, weil er immer nur dasselbe spielt. Aber irgendwie auch ganz cool, wo ich echt sagen musste, der Mann synchronisiert sich auch immer selber. Und das ist immer komisch. Ich mag, ne, die Stimme von dem dann nicht, wenn du merkst, dass Studio, er sich selber synchronisiert hat. Und da gab es so Situationen, wo er was nur über Gestik und Mimik gemacht hat, wo ich gedacht habe, super geil, super bedrohlich. Und wenn er geredet hat, war es irgendwie fast schon wieder vorbei für mich. Margot Robbie hätte ich gar nicht gedacht, ich meine, das ist keine anspruchsvolle Rolle, aber die legt sie anders an als vergleichbare Rollen sozusagen. Oder was heißt vergleichbare, als ihre anderen Rollen. Also das ist irgendwie schon, die hat auch Talent, die Frau. Und Alexander Skarsgård, der, glaube ich, der Sohn von Stellan ist, spielt ja Tarzan. Ja, physische Präsenz hat er halt. Was saublöd ist, wenn diese Action-Szenen an den Lianen kommen, muss ich echt sagen, Leute, ehrlich, das sieht digital so beschissen aus. Das war schon im Trailer, glaube ich, ne? Ja, und was auch ein bisschen blöd ist, wenn sie irgendwie so über die Äste von so riesigen Bäumen laufen, du merkst halt, das ist im Studio gedreht und der Greenscreen ist wirklich homogen. Was aber saugut ist, sind meistens die Animationen von den Tieren. Die sind wirklich außerordentlich gut, aber das, ja, war dann nicht so geil. Insgesamt aber doch ein unterhaltsamer Film. Was mich auch noch gestresst hat, ist, dass der zentrale Konflikt irgendwie mit Jimon Ansou, der wie immer dann jemand als Eingeborenen spielen muss. Das ist der Solomon Wendy in Blood Diamond gespielt hat. Guardians of Galaxy, oder? Guardians of the Galaxy macht er den. Ah ja, stimmt.
Ja, ja, der ist halt auch sozusagen, der spielt halt das, was von ihm erwartet wird, aber es ist so, ja, also teilweise werden da halt Konflikte echt lapidar abgehandelt, so, ja, ein ganzes Dorf wird eigentlich wegen Tarzan abgeschlachtet, dann so, das ist nicht deine Schuld. So, anstatt da wenigstens mal so irgendwie ein Konflikt raus, aber das ist nicht deine Schuld. Ist halt blöd, aber trotzdem kann man sich geben, unterhaltsamer Film, 6 von 10. Ich mach weiter, ich habe nämlich auch noch eine 6 von 10. Und zwar Jason Bourne. Kenner des Franchises, ich bin nicht unbedingt ein Kenner, ich habe den ersten öfter gesehen, den zweiten ein-, zweimal und welchen, den dritten... Welchen Film magst du am liebsten? Ich den ersten. Ja, ich auch. Jeder mag den ersten. Das ist so krass, alle Filme von Paul Greengrass, ne, außer der das Vermächtnis. Das Vermächtnis ist doch von Tony Gilroy, ja, oder? Ja, glaub schon. Ja, Paul Greengrass hat eine eigene Vision und ist ein guter Regisseur, aber ich mag wirklich den von Doug Liman, ja, den ersten, weil der irgendwie so Paranoia-Thriller ja, ist. Ja, ist... am liebsten. Wie soll ich sagen... Das einfachste Fazit zu Jason Bourne wäre, glaube ich, more of the same, so ungefähr. Er findet nichts wirklich neu. Dazu kommt, dass er, finde ich, noch das wichtigste Element der drei Vorgänger, also ich rede jetzt nur von den Matt Damon-Vorgängern, weglässt, nämlich die, ja, quasi so die emotionale Bindung von Jason Bourne im Film, weil er das halt quasi kaum hat, weil er, also Jason Bourne, wird nur in die Handlung mit reingerissen und es hat schon einen Anker, aber der ist meiner Meinung nach überhaupt nicht stark genug, um ihn da jetzt irgendwie in der Geschichte groß zu definieren. Es gibt ein paar ganz coole Action-Set-Pieces, vor allem eins in Las Vegas, das zwar nicht jetzt außerordentlich gefilmt ist oder inszeniert ist, aber das auftrumpfen kann trotzdem. Inhaltlich und dramaturgisch, muss ich sagen, hat er halt wirklich, und da ist der Punkt, wo ich sage, more of the same, hat er halt wirklich nicht allzu viel jetzt zu bieten. Es werden teilweise auch Elemente aus den alten Filmen aufgegriffen. Es ist so ein bisschen, es fühlt sich insgesamt auch so ein bisschen wie, dass jetzt der neue Hollywood-Begriff ist, Soft Reboot. Also es ist quasi die Reihe neu gestartet. Du brauchst, ich würde fast sagen, wirklich keinen der drei Vorgängerfilme, um den jetzt zu sehen. Hast ja Julia Stiles, die mal wieder was von Treadstone erzählt. Genau. Das ist so lustig, da musste ich so lachen beim Trailer, so Julia Stiles seit 100 Jahren nicht mehr im Kino zu sehen. Ey, wir machen einen neuen Bond-Film. Ja, ich hab wieder Arbeit! Genau, das dachte ich während dem Film auch so. Alicia Vikander ist dabei. Die ist auch wirklich cool. Ich habe sogar teilweise fast das Gefühl, man hat mehr Zeit mit ihr verbracht als mit Jason Bourne. Leider wird am Schluss des Films noch so ein kleiner Kniff, nicht unbedingt ein Plot-Twist, aber ein Kniff gebracht, der das mögliche Sequel für mich deutlich uninteressanter macht. Das war ein bisschen sehr schade, weil die Geschichte hatte etwas, was es eigenständig gemacht hat von den anderen Filmen. Und das wurde dann am Schluss doch nochmal so ein bisschen zack und dann, ach Mist, das war ein bisschen traurig, leider Gottes. Ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Bei mir ging es auch. Markus. Ich will weinen. Und Gods of Egypt. Und ansonsten, was mir nur noch aufgefallen ist, war so, das ist aber glaube ich eher so Agentenfilm-Klischees, gab es ganz oft so Sachen, wo ich gedacht habe, das, was die Charaktere in dem Moment gesagt haben, klang so, als wäre das bei dem ersten Meeting fürs Drehbuchschreiben gesagt worden. Nämlich sowas wie... Es gibt einen Koffer, den müssen wir hinterherjagen. Ist wirklich genau das. Oder wenn dann Artikel vorgelesen werden, Jason Bourne ist der und der und der und der und der. Oder dann wird oh so. Oh mein Gott, Jason Bourne ist zurück. Es wird die Akte von Julia Stiles aufgemacht und ganz unten blinkt rot auf, wie so, als hätten sie einen Adblocker ausgemacht. Linked to Jason Bourne, linked to Jason Bourne. Ich denke so, what? Hä? Oder dann gibt es noch so einen kleinen Block, den Jason Bourne aufmacht, den er in irgendeinem Schließfach findet. Oh, Überraschung. Das sind die Links, auf die man dann draufklicken soll. Richtig. Meistens mir genau. Fall. Und da steht dann im Heft drin, das gleich das, wirklich so mit Pfeil, das ist, Threadstone ist jetzt genau die Operation und unten steht, du musst genau dorthin gehen, um das und das zu machen. The amount of Jason Bourne references so, is too damn high. Und ich denke mir wirklich so, haben die den jetzt gerade beim Drehbuchlesen gefilmt? So? Ja, wie gesagt, 6 von 10, das kann man machen. Es ist definitiv kein schlechter Film, handwerklich auch cool, auch wenn es natürlich nicht meinen Geschmack trifft mit Paul Greengrass und so 8 Milliarden Schnitten in
Also 0,4 genau Sekunden. Ich habe immer noch die Vermutung, dem Mann fällt dauernd die Kamera aus der Hand oder seinem Kameramann. Fangen Sie wieder was auf. Man noch cool, sagen kann, cool. Vincent Cassell spielt so den Typ, den Clive Owen im ersten gespielt hat. Also quasi genau dasselbe. Nur er hat ein bisschen mehr tatsächlich. Und er ist auch ganz cool in der Rolle. Und dann im finalen Kampf mit Jason Bourne, dann wird geschnitten, was das Zeug hält. Wirklich. Eine Frage habe ich noch. Endet der Film wieder mit dem Moby-Song Extreme Ways? Jawohl. Geil. Jawohl. Tatsächlich, genau. Eine Frage habe ich auch noch. Wird mehr geschnitten als bei Honig im Kopf? Ich habe Honig im Kopf leider nur eine Sequenz gesehen. Da waren schon 100. Ja, genau. Nee, also, das war's von Jason Bourne und Markus schließt ab und dann ist schon... Mein letzter Film ist Katakomben. Dankeschön. Katakomben. Den habe ich eben schon gemacht. Katakomben. Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie der Regisseur heißt, aber es ist auf jeden Fall derjenige, der... John Eric Dowdle heißt er, glaube ich. Und True... Dowdle Jump. True heißt, glaube ich, sein Bruder. True, Dowdle. Die zwei haben irgendwie auch verantwortlich gezeichnet für Quarantäne, was ja das Remake ist von Rec, von dem spanischen Horrorfilm. Ah ja, stimmt, den habe ich gesehen. Der war und ganz John Eric Dowdle hat auch, glaube ich, Devil gemacht, der von Shyamalan produziert worden ist. Shyamalan dieses Kammerspiel im Aufzug, ja. Genau. Und ich muss echt sagen, Katakomben, nachdem mir viele Leute gesagt haben, guck dir den mal an, der ist wirklich ganz geil, habe ich gedacht, okay, gönne ich mir mal. Der hat bei Filmstarts, glaube ich, eine 4 von 10 und ich habe dem eine 7 bis 8 von 10 gegeben, weil ich echt sagen muss, es ist genau mein Scheiß, es ist irgendwie, es gibt surreale Elemente, es gibt viel Haptisches drin, also wirklich viel, was greifbar ist und es wirkt so, als wäre es ein Indiana Jones Film, den sie gekreuzt haben halt mit so einem Golden Retriever, mit so einem Found Footage Horror Film. Blair Witch Project. Ja, irgendwie so. Und ich muss echt sagen, ich fand das cool mit diesem Schnitzeljagd-Ding und vieles war auch irgendwie, es war so eine Kausalität auch drin. Also nicht so, ja, ich will eigentlich nicht mit in die Katakomben und dann bin ich jetzt plötzlich doch drin, sondern dann haben sie es so motiviert, dass derjenige dann doch mit in die Katakomben gehen muss. Das Einzige, was ich dem Film negativ anlasten muss, ist, dass er, glaube ich, manchmal einfach nicht kohärent erzählt ist. Weil es sind so ein paar Sachen dabei, die einfach mega fancy aussehen, wo ich mir dann aber so denke, also der heißt ja irgendwie im Englischen, im Original, as above, so below. Also das quasi ein Spiegel der Ängste dieser Menschen, die in den Katakomben, in dem Labyrinth drin sind, dass die mit ihren Ängsten konfrontiert werden, was schon mal ein richtig geiler Schachzug, ein richtig guter Kniff ist. Aber ich finde, manchmal wirkt es halt zu willkürlich, weil ich oft so das Gefühl hatte, dass dann jemand irgendwie mit einer Angst von einem anderen konfrontiert worden ist oder ich gar nicht zuordnen konnte, wer welche Angst hat. Und ganz am Schluss meinte eine so, ja okay, und das ist meine Angst und es gab fast kein Bild ab dafür. Mhm. Und der eine Digitaleffekt, der drin ist, der beschissen aussieht, sieht halt wirklich unfreiwillig komisch aus. Also es gibt wahrscheinlich mehrere Digitaleffekte, gibt es ja immer, aber dem sieht man es halt an und der sieht unfreiwillig komisch aus. Aber trotzdem, Sehempfehlung, mindestens eine 7 von 10, wenn nicht sogar eine 8. Das war's mit das zuletzt war's gesehen. Von mit und bei zuletzt gesehen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von unseren gesehenen Filmen selber gesehen habt. Schreibt uns, was ihr überhaupt zuletzt gesehen habt. Schreibt uns, wie es euch geht und wie das Wetter so draußen ist. Das war's von uns. Bis demnächst bei zuletzt gesehen. Und dann verabschieden wir uns, würde ich sagen, oder? Tschüss. Tschüss. Sikowski. Tag. Tschüss.